Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. Wir sind auch hier in dieser futuristischen Höhle, in der wir in der letzten Folge unseren Speer verbessert haben. Und nun sollen wir mit Herodotos sprechen, der wahrscheinlich vorne am Tor wartet. Und das machen wir einfach mal. Ich bin gespannt, wie es denn heute weitergeht. Und ob wir vielleicht auch nochmal erstmal ein paar Nebenquests machen. Mal schauen, wie sich das ergibt heute. So, raus hier. Ja, genau. Wer schießt denn da auf mich? Oh, Cassandra. Okay. Hallo, Schwesterchen. Aha. Ich kann also auch klettern. Du bist nicht schwer zu finden. Du bist mir gefolgt. Geht es dir gut? Cassandra, du lebst. Fass mich nicht an. Hey. Ach komm, kleine Schwester. Du musst mir alles erzählen. Was ist dir zugestoßen? Ich muss dir gar nichts erzählen. Ich kenne dich nicht. Hey, komm, ich bin ein guter Junge. Ach, wie dem auch sei. Es gibt wichtigere Dinge zu besprechen. Richtig. Wie das, was du mit dem Artefakt angestellt hast. Du hast meine Aufmerksamkeit, falls es das war, was du wolltest. Was? Das Artefakt hat uns die Wahrheit gezeigt. Wir sind eine Familie und haben es lebend aus Sparta herausgeschafft. Ja, es hat die Wahrheit gezeigt. Nämlich das, was ich immer wusste. Du hast mich von einem Berg geworfen. Ich doch nicht. Hä, ich kann alles erklären, Mann. Glaubst du, es wäre so einfach? Komm schon, Cassandra. Reden wir darüber. Nenn mich nicht so. Ich weiß längst, was in dieser Nacht geschah. Du, ja, gut, klar. Dimas. Aber die kenne ich noch nicht. Sie ist eine Halbgöttin. Verehrt und gefürchtet vom Kult und der griechischen Welt. Das bist du nicht. Warum arbeitest du dann für den Kult? Ja, eben. Hast du mir nicht zugehört? Sie folgen meinen Anweisungen. Dann triff deine eigene Wahl. Hilf, Martha zu finden. Ich will keine Familienzusammenführung. Ich will nur wissen, was du hier machst. Dasselbe wie dein Kult. Ich suche unsere Martha. Sie brauchen sie nicht. Das sieht dein Kult anders. Myrina ist ihr nächstes Ziel. Wenn sie sie suchen würden, dann um sie umzubringen. Aber wenn du nicht weißt, wo sie ist, hat sie dich wohl auch verstoßen. Wie traurig. Ach komm schon. Was bist du denn für eine verbitterte alte Ziege? Selbst wenn wir verstoßen wurden, haben wir überlebt. Es kann alles wieder wie früher werden. Wir müssen sie nur finden. Der Kult interessiert sich nicht für Sentimentalitäten oder Familie, sondern nur für Macht. Ich habe Nikolaus getötet. Ich habe Nikolaus nicht gefunden. Was sagen wir da jetzt? Ich sag mal das Erste. Wenn sie es auf uns alle abgesehen haben, Saki Nikolaus finden sie nie. Er ist untergetaucht. Glaub mir, ich habe selbst gesucht. Wenn ich dich finden kann, das verloren geglaubte andere Kind von Nikolaus, dann finde ich ihn auch. Er wird sich wünschen, selbst vom Berg geworfen worden zu sein. Mir ist egal, was du denkst. Ich werde Myrina finden. Tu das Richtige. Komm mit mir. Was? Wir könnten sie suchen. Gemeinsam. Du kannst mir helfen. Oh, du glaubst, Freundschaft ist die Antwort? Sollen wir Hand in Hand umherlaufen und unsere liebe Martha suchen? Ja. Bitte, du bist schwach. Ach komm, du bist schwach. Es geht um Verantwortung, nicht um Schwäche. Ich gebe meine Familie nicht aus Gehässigkeit auf. Verantwortung? Steig von deinem hohen Ross. Der Kult hat einen Plan und den wird auch jemand wie du nicht durchkreuzen. Oh mein Gott, wie verplant die einfach nur ist. Die ist komplett von denen mit der Gehirnwäsche geschwurbelt worden, glaube ich, oder? Ich werde den Kult bekämpfen. Was sind die Pläne des Kults? Das wird sie uns eh nicht verraten. Wir fragen mal das. Der Kult ließ Myrina leben und Nikolaus auch. Warum sollten sie jetzt sterben? Weil du lebst. Du hast ihr das eingebrockt und dir selbst. Der Kult ist mächtig, aber sterblich.
In meinen Adern fließt das Blut der Götter. Sie glauben in deinen auch. Doch sie werden sehen, wie falsch sie liegen. Ach so. Große Fresse, hä? Die ist irgendwie ein bisschen nervig, finde ich, aktuell. Du weißt, ich werde den Kult bekämpfen. Du hast gesehen, wie viele wir sind. Gesehen, was ich tun kann. Und du denkst immer noch, du hättest eine Chance? Natürlich habe ich das. Mutig zu sein liegt also in der Familie, nicht wahr? Du sagst, wir wären vom gleichen Blut. Also zeig mir, wozu du imstande bist. Na gut. Du bist immer noch meine Schwester. Immerhin haben wir uns gefunden, Schwester. Du sollst mich nicht anfassen. Deimos! Malaka. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich kann mir kaum glauben. Ich muss ihm sagen, was passiert ist. Unsere Schwester ist irgendwie ein bisschen verpeilt, habe ich das Gefühl. Ich glaube, der wurde ganz schön das Gehirn gewaschen. Von dem Kult. Aber vielleicht können wir sie irgendwann noch dazu bewegen, das Richtige zu tun. Denn was damals passiert ist, war ja kein Attentat auf sie. Sie sollte ja darunter geworfen werden und hier der Alexios, also wir wollten sie ja retten. Aber okay, wir sollen erstmal mit Herodotos sprechen und das machen wir erstmal auch. Oh, Alter, sind ja voll riesige Krebse hier. Krass. Hallo Männer, ich bin wieder da. Geht es euch gut? Herodotos, ich habe was zu berichten. Und? War die Legende wahr? War es umwerfend? Was ist dir zugestoßen und deinem Speer? Immer ruhig, Herodotos. Mein Speer ist nun noch stärker. Ich spüre es. Du hattest recht. Es gab dort eine Art Artefakt. Es zeigte mir eine Vision von mir und meiner Mutter. Also, gab es die alte Zivilisation wirklich? Alexios, du ahnst nicht, was für eine Macht du besitzt, eingeschlossen in Leonidas Speer. Geil. Das war noch nicht alles. Deimos ist mir gefolgt. Der Kult setzt seine Pläne in die Tat um. Das hat sie mir gesagt. Und sie sind hinter uns her. Hinter meiner Familie. Perikles. Warum sollte sie dir das sagen? Außer es ist eine Falle. Das ist egal. Wir müssen nach Athen, um Perikles zu warnen. Und wir müssen meine Mutter finden, bevor die es tun. Dann gehen wir zu Pnyx. Wenn Perikles sich irgendwo aufhält, dann dort. Pnyx. Was ist denn das für ein Name, alter Schwede? Gut. Quest abgeschlossen. Erweckte Erinnerungen. Oh mein Gott. Unsere alte Schwester. Die dreht am Rad momentan. Mal gucken, ob wir die noch irgendwie zur Gesinnung bekommen. Wo sollen wir hin? Nach Pnyx. Wo ist das? Ach, nach da. Okay. Attika. So, da sollen wir so hin. Alles klar. Wäre auch gar nicht so weit. Aber es gibt noch so viel Kram, was wir hier machen können. Ich weiß gar nicht, wann wir das alles machen sollen. Die ganzen Nebenquests und so weiter. Sprich mit dem blinden Mann. Was ist das für eine Quest? Okay. Auch voll cool. Aber wir könnten ja einfach mal schauen. Also hier ist jetzt die, genau, uralte Schmiede. Da können wir also auch hinreisen. Und was ist das? Okay. Ja gut, ich würde sagen, wir fahren einfach mal dahin, nach Attika. Wir können von da aus dann auch, denke ich, nochmal so ein paar Nebenquests machen. Weil das grenzt ja auch an Megaris. Das ist voll der fette Hai gerade. Und dann gucken wir mal weiter. Singt, meine Männer, singt. Boah, mega geiles Wetter, guckt euch das an, alter Schwede. Ah ja, danke. Das Meer um Chaos ist gefährlich. Wir sollten vorsichtig sein. Warum? Weil Charybdis und Skylla auf dem Grund des Meeres lauern, schätze ich. Nein, Piraten! Und zwar viele! Ha! Nur Piraten?
Was sind denn schon Piraten, Leute? Das ist ja nur kein Problem, gegen die zu kämpfen. Und wir sind da. Wenn du soweit bist, treffen wir uns auf der Pnyx in Athen. Mhm. Nun gut. Begib dich zur Pnyx in Athen. Könnten wir ja mal machen, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Auf dem Weg dahin könnten wir eventuell, vielleicht treffen wir auf irgendwas zum Entdecken. Auf jeden Fall gucken wir da mal. Das ist auch schon unser Vorboss und auf geht es. Athen. Wir sind also in Athen, Leute. Oh mein Gott. Wir sind anscheinend da, liebe Leute. Und ich muss sagen, Athen ist verdammt groß. Eieiei. Das könnte wirklich sehr lange dauern, das hier alles zu erkunden. Aber es ist auf jeden Fall sehr cool. Das ist ja Perikles. Wir müssen zusammenhalten für den Ruhm Athens. Für deinen Ruhm. Freunde, Freunde, bitte. Nur weil die Spartaner vor unseren Mauern stehen, müssen wir uns nicht wie sie aufführen. Eine gute Ernte. Zu schade, dass Sparta unsere Felder niederbrannte. Der Parthenon ist prachtvoll, Perikles. Aber zu welchem Preis? Wie viele Trieren hätten wir stattdessen bauen können? Wir dürfen uns nicht entzweien. Es gibt bereits zwei Lager. Und Sparta gewinnt. Handle, Perikles, oder ich werde es. Ach, gut. Du bist da. Es ist schlimmer, als ich annahm. Kleon hetzt die Meute auf. Wir müssen los. Wohin? Zu Perikles. Ja, da ist er doch. Dann gehen wir mal dahin, ne? Perikles, der Vater der Demokratie. Der arme Kerl. Hallo, Perikles. Ich bin der legendäre Alexios. Bleib zurück. Er ist keine Gefahr für Perikles. Das versichere ich. Ah, Herodotos. Schon gut. Lass sie durch. Schön, dich wiederzusehen, Perikles. Ich freue mich auch. Ich wünschte, die Umstände wären angenehmer. Und wer ist das? Alexios. Willkommen, Alexios. Und? Wie ist dein erster Eindruck von Athen? Ja, sehr positiv, natürlich. Ihr hattet beide gute Argumente. Du warst gut. Du und Cleon, ihr hattet beide gute Argumente. Gute Argumente scheinen die Menge wenig zu kümmern. Sie haben Angst und Kleon gießt Öl ins Feuer. Allerdings. Perikles, wir sind hier, um... Wir müssen den rechten Moment abpassen und privat mit ihm sprechen. Gut. Wir haben ein dringendes Anliegen. Das haben doch alle. Ich sagte Alexios, dass du ihn vielleicht zu deinem Symposium einlädst. Bittest mich, alle Athener auszuschließen, um einen Fremden einzuladen? Und die Meute? Die braucht nicht noch einen Grund, mich zu hassen. Wenn er für dich arbeitet, nimmt das neugierige Auge ihn vielleicht als Diener wahr. Ich bin kein Diener. Alexios, dies ist Athen. Wenn du etwas willst, musst du manchmal eine Rolle spielen. Und was genau ist es, was du willst? Wir alle wollen etwas. Wir wollen alle etwas. Selbst du. Du liest lieber in anderen, als etwas preiszugeben. Sag mir, was ich tun muss. Sieh zuerst nach meinem Freund Meteoros. Er sollte mich heute treffen. Und es sieht ihm nicht ähnlich, mich zu versetzen. Gut. Mein Freund Phidias muss so schnell wie möglich aus der Stadt gebracht werden. Sonst noch was? Ja... Ein Scherbengericht steht an und dafür könnte ich deine Einflussnahme gebrauchen. Okay, die drei Dinge könnten wir erledigen für ihn. Wird erledigt. Ich erwarte äußerste Diskretion. Natürlich. Ist doch logisch. Das lief gut. Mhm. Es ist nicht direkt eine Einladung, aber die Aussicht auf eine ist auch etwas wert. Auch wenn er vorher sicher Aspasia um Erlaubnis fragt. Wer ist Aspasia? Ja, okay, das hätten wir schon mal geschafft.
Hast du Perikles Aufträge erledigt? Nee, wir haben die gerade erst angenommen, du Depp-Chef, du. Und warum kuschelst du mit dem Athener? Ich frage dich das. Okay, gut. Wir könnten eigentlich schon mal diese Quest beginnen für Perikles. Und was können wir denn machen? Phidias, den sollen wir ja bei der Flucht helfen oder sowas. Oder aus der Stadt bringen oder so. Dann gucken wir erstmal bei dem anderen hier vorne vorbei. Oh, ihr braucht Hilfe. Ich komme. Ja, ich komme aber nicht rein. Wo ist die Tür? Ja, ich komme doch nicht rein, Kollege. Wo ist deine Haustür? Ja, dann keine Haustür, verdammt nochmal. Alles ist zu. Achso. Okay, ich komme oben drüber. Ich komme zur Hilfe. Was ist los? Oh. Sorry. Wird erledigt. Aua. Wir haben noch getroffen, die alte Sau. Warum ist er gefesselt? Okay, es waren schon alle. Was ist hier geschehen? Er wird es uns sicher gleich verraten. Vielleicht kann ich sogar wieder aufheben. Cool. So, dann befreien wir dich mal. Wer war das? Ich preise den Gott, der dich sandte. Sie hätten mich gefressen, wärst du nicht gewesen. Die hätten dich schon nicht gefressen. Nee, aber nur getötet, aber nicht gefressen. Also danke. Genau. Ich helfe doch gern. Ich bin stets zu Diensten, wenn ich helfen kann. Die Welt braucht mehr von deinem Schlag. Besonders zur Zeit. Perikles schickt mich. Er sorgte sich um dich. Wirst du oft gefesselt und von Schlangen umzingelt? Das ist ganz und gar nicht lustig. Schläger brachen in mein Haus ein, zerrten mich her, fesselten mich und umgaben mich mit diesen grausigen Kreaturen. Man muss sie aufhalten. Die Schlangen? Die Schläger! Die Schläger! Wir müssen die Schläger aufhalten. Wo kann ich sie finden? Konntest du deine Entführer erkennen? Perikles schickte mich ins Fischerviertel, um mit den Armen und Kranken zu sprechen. Um Hoffnung zu spenden. Deshalb habe ich ihre Stimmen erkannt. Oh ja? Sie haben mich mit Essen beworfen und beleidigt. Ihre Gesichter waren verhüllt. Doch ihre Stimmen und der Gestank nach Fisch waren unverkennbar. Okay, also sind es Fischer. Wo soll ich suchen? Ich weiß zwar nicht, wie sie aussehen, aber ich habe eindeutig ihre Stimmen erkennen können. Sie gehören zu Kleons Anhängern. Och nee. Sie leben im überfluteten Teil der Stadt, nahe der Mauer. Mhm, okay. Ich spüre sie auf, Metiochos. Keine Sorge. Die Lage ist äußerst angespannt. Wenn das so weitergeht, bringen wir uns hier gegenseitig um, bevor die Spartaner die Mauer durchbrechen. Nun gut, dann schauen wir mal bei denen vorbei und schlagen die mal zurück. Diese komischen Fischköppe. Wo soll man das machen? Ich würde das gerne machen. Gehe zum Haus der Angreifer. Ja, genau. Genau das. Wo soll man denn da hin? Ach, hier vorne schon. Ist ja ganz in der Nähe. Ah, cool. Ja gut, das machen wir heute noch. Und dann gucken wir weiter. Ich schätze mal, die anderen beiden Missionen für Perikles machen wir dann in der nächsten Folge. Und wenn wir das dann geschafft haben, würde ich dann auch gerne erstmal wieder ein paar Nebenquests machen. Denn die letzten Folgen waren dann wieder sehr viel Hauptquest. Und wenn wir jetzt hier in Athen angekommen sind, können wir ja hier ein paar Sachen machen. Das muss der Teil von Athen sein, auf den Perikles unmöglich stolz sein kann. Okay, untersuche das Haus. Muss es irgendeinen Hinweis geben. Ja, ob die mich auch untersuchen lassen. Hier, die stehen so komisch hier vor. Ah, hier sind noch mehr Schlangen. Ihr Schweinepriester. Ihr alten Lederriemen. So. Schlangen. Wie jener, die Metiochos umbringen soll. Ja, genau. Es gibt doch nur die Schlangen. Es gibt keine anderen Schlangen. So. Das war schon mal ein Hinweis. Hier ist der zweite. Ein toter Mann. Schlangenbisse. Die Leiche wurde versteckt. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Tod ein Unfall war. Könnte eventuell ein Arbeiter gewesen sein. So, das sind mal nur zwei Hinweise. Mir fehlt noch einer.
Wo könnte der dritte Hinweis sein? Ist er nur hier in dem Gebäude? Also hier in dem... Ich gucke vielleicht mal hier oben. Ah, hier ist sogar was. Es sieht Brief. Ganz danach aus, als hätten Metiochos Angreifer Hintermänner gehabt. Ich wollte doch gerade vorlesen, Mann. Das muss das Haus von Metiochos Angreifern sein. Doch der Brief beweist, dass sie nur jemandes Werkzeug waren. Nur wessen? Warum verdammt schnüffelst du hier um mein Haus herum? Ihr habt Metiochos angegriffen. Ich fand die Schlangen, den Brief eures Freundes und eine Leiche. Alles hier. Ach, arme Arktis. Wir kannten das Risiko. Ohne Blutvergießen kann es keine Veränderung geben. Aha. Warum habt ihr das getan? Warum sollte Metiochos sterben? Wir sind Gefangene in unserer eigenen Stadt. Wegen Perikles und seinen Freunden. Der Schlangenhändler sagte, wir müssten eine Botschaft senden. Sie leiden lassen. Na dann. Ich weiß, dass euch jemand diese Schlangen gegeben hat, damit ihr die Drecksarbeit erledigt. Ich will wissen, wer. Er ist der wahre Held von Athen. Perikles Handlanger werden ihn nicht aufhalten. Kleon. Lasst euch nicht benutzen. Sagt mir, wo der Schlangenhändler ist. Schon gut, schon gut. Sein Lager ist direkt vor der Mauer. Dort verkauft er die Schlangen. Gut. Es ist nicht zu spät, etwas zu verändern. Doch das geht nur gemeinsam. Vielleicht hast du recht. Du hättest uns nicht verschonen müssen. Doch wo fangen wir an? Na toll. Beginnt hier. Hier ist euer Zuhause. Vergesst die Politiker und konzentriert euch darauf, was ihr hier tun könnt. Danke, wir versuchen es. Schön. Ich muss Athen von dem Schlangenhändler befreien. Okay, gut, wir können uns noch den Brief durchlesen. Jetzt ist es Zeit zuzuschlagen. Perikles korrupter Freund Metiochos hat die Armen schon zu lange unterdrückt. Nimm die Schlangen, du weißt, was zu tun ist. Metiochos ist nur der Erste. Denk an Kleons Worte. Sie sollen uns zu großen Taten inspirieren. Ja, große Taten. So ein Depp-Chef. Gut, wir gucken mal bei dem Schlangenhändler vorbei und werden ihn mal befragen. Mal schauen, was er zu sagen hat. Hafen von Piräus. Und, ah, Hilfe! Habe ich gar nicht gesehen. Muss ich besonders vorsichtig sein. Ey, jetzt muss ich den auch besiegen, oder was? Ich dachte, ich könnte mit dem reden. Lol, töte den Schlangenhändler? Okay, na gut. Dann machen wir das mal. So, der hat irgendwie große Ähnlichkeit mit mir aktuell. Der hat auch grüne Sachen an und einen roten Helm. Also mit roten Federn obendrauf. Hey, du Giftmischer. Ja, ich spüre bisher gar nichts von deinem Gift. Und das soll auch so bleiben, Kollege. Ah, jetzt habe ich es gespürt. Okay, sorry. Alter, was hat der denn für Moves drauf? Ist doch kein Schlangenhändler. Der ist Mixed Martial Arts Kämpfer. Ey, Alter, was ist denn da? Der trifft mich einmal und ich bin fast down. Was ist denn mit dem los, Alter? Okay, er trifft mich einmal, ich bin down. Natürlich, klar. Macht Sinn, macht richtig Sinn. Jo, Leute, da bin ich wieder. Ich habe jetzt nun schon 4 oder 5 Mal probiert, ihn zu besiegen. Und jedes Mal knallt er mir irgendeine Attacke rein, womit ich dann sofort gewone-hitted werde. Das finde ich echt bescheuert. Von daher probiere ich jetzt mal, nur aus dem Fernkampf heraus ihn zu besiegen. Und zwar mit dem Bogen. Ob das klappt, keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Der drückt mir halt sofort wieder irgendwas rein, womit ich dann sofort wieder down bin. Egal, ob ich das abpasse mit meinen Attacken. Er macht gerade eine Attacke, dann hau ich meine rein. Und sofort bekomme ich von ihm eine wieder ab. Was ich echt bescheuert finde. Und daher muss ich den jetzt irgendwie hier aus der Ferne heraus besiegen. Denn dieses alte Stück Dreck will's nicht anders. Ich hoffe, das klappt irgendwie so. Ich würde den gerne einfach verbrennen lassen. Ah nein, ich komme nicht mehr um die Kurve. Scheiße, jetzt habe ich den Fokus verbraucht. Komm her, du Drecksack, du. Aber ich bekomme ganz gut Fokus wieder, wenn ich einen Pfeil treffe. Von daher probiere das einfach mal so. Hafen von Piräus, ja, das kennen wir ja schon. Nein. Ja, für Ares.
Kannst du mich mal am Arsch lecken? Okay, Leute, ich habe ihn bald down. Also vom HP her hat er nicht mehr so viel. Aber man weiß nie, was hier noch passiert. Alter Schwede, das war knapp. Ja, es ist halt echt bescheuert mit dem. Ja, ich bin noch hier, du Depp-Chef. Und halt mal still, bitte. Nein, jetzt bewegt er sich auch noch. Okay. Muss ich doch irgendwie schaffen können, oder Leute? Jawohl, es war schöner Eddie. Okay, ich habe ihn getroffen. Oh. Okay, Leute, ich bin so froh, dass ich das geschafft habe. Er ist endlich down. Er ist endlich down. Ich habe da, glaube ich, jetzt knapp 20 Minuten mit verbracht, den zu besiegen. Weil der halt immer nur eine Attacke setzen musste und ich war tot. Und ich war schon gerade ein bisschen am Ausrasten zwischendurch, aber okay. Es ist endlich vollbracht und wir können zu dem Meteoros gehen und ihm da berichten, dass er endlich vor, ja, kaputt ist, ne, so. Ist echt toll, dass wir nicht durch die Tür können, sondern oben drüber klettern müssen bei ihm. Sehr gastfreundlich, wie immer. Hallo. Deine Lage hat sich verbessert, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Die Gefahr ist vorerst gebannt. Doch solange diese Monster nicht gefasst sind, ist niemand sicher. Es war eine Gruppe von Fischern. Sie handelten im Auftrag eines Schlangenhändlers, der für Athens Feinde arbeitet. Und was ist mit ihnen? Ich habe ihnen ihre Fehler aufgezeigt und sie fortgeschickt. Du hast nichts mehr zu befürchten. Gut, dass keiner sterben musste. Doch werden sie wirklich nicht zurückkommen? Ich habe ihnen sehr deutlich klargemacht, dass ich weitere Dummheiten nicht dulden würde. Nun, das hat sicher einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Oh ja, das hat es. Für deine Hilfe. Ich werde Perikles davon berichten. Das freut mich. Dankeschön und schönen Tag noch. Pass auf dich auf. Ich danke dir für deine Hilfe. Sehr gerne, kein Thema. Bin ich doch dafür. So, das haben wir eigentlich geschafft. Ich bin sehr froh, dass wir den doch noch besiegen konnten irgendwie. Aber der war eventuell vom Level noch ein bisschen zu schwer für uns. Egal. Es ist geschafft und wir machen in der nächsten Folge weiter hier in Athen mit den Aufgaben für Perikles. Ich bin gespannt, was wir denn so erleben werden. Und ich bedanke mich damit fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Und bis dann.